Ja, meine Erfahrung mit Vivi Global, Lyope und drei Warnungen für dich als Partner von Vivi Global bzw. Lyope, was du nicht machen solltest, weil es gibt massive Änderungen auf Social Media Plattformen und ja, das wird deinen Erfolg einschränken. Hallo, ich bin der Willi. Im Network Marketing hatte ich bereits im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz ohne Namensliste, nur mit Facebook, und unterhalb findest du einen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. So viel habe ich erreicht. Vivi Global und Lyope. In den letzten Tagen, Wochen sieht man sehr, sehr viel auf diversen Social Media Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, aber auch auf YouTube, überall. Und ich habe mir das ein bisschen näher angeschaut und ich möchte dir hier die neuesten Updates geben, damit du wirklich Erfolg hast. Erfahrung Nummer 1, Vivi Global, Lyope, ist definitiv Links zur Webseite und zur sogenannten Super-App. Wir haben ja die Lyope Super App. Übrigens, ich bin kein Vertriebspartner, ich habe auch keine Geschäftsbeziehung mit Vivi Global oder Lyope. Also es gibt ja diese Super App und es gibt auch die Webseite. Und was ich relativ oft gesehen habe, ist, dass Partner von Vivi Global, Lyope, das dann eben in ihren Facebook-Postings oder Instagram-Postings verlinken. Und das ist ein großer Fehler und davor warne ich dich, weil es hat Auswirkungen. Der Algorithmus reagiert sehr, sehr schlecht auf externe Links. Was ist ein externer Link? Ein Link zu einer Webseite, Registrierungsformular, Shop, App oder sonstiges. Also überall, wo du die Menschen von der Plattform, wo sie gerade sind, also Facebook oder Instagram, weglockst sozusagen. Auch ein Link zu einem YouTube-Video. Wenn du das machst, wenn du den Link reingibst, hast du eine massive Einschränkung von Reichweite. Und damit du Erfolg hast bei Lyope, Vivi Global, brauchst du Sichtbarkeit, brauchst du Reichweite. Ich habe mir alles durch sogenannte organische Reichweite aufgebaut, also ohne Werbung. Das ist Warnung Nummer 1. Warnung Nummer 2, Vivi Global, Lyope, ist das Wort Krypto und das Wort Vivi Global oder Lyope, also die beiden Wörter eigentlich. Wir haben hier zwei verschiedene Arten. Wir haben einmal das Problem der sogenannten Triggerwörter und dann haben wir ein sogenanntes Wortmarken-Update. Was sind Triggerwörter? Triggerwörter können ganz normale Wörter sein, wie Gutschein, Gewinnspiel, kaufen, verkaufen, Shop. Aber wir haben auch ein Triggerwort, das ist Krypto. Krypto, Kryptowährung, Bitcoin, all diese Sachen. Und vor einigen Monaten hat Facebook und Instagram schon begonnen, in Werbeanzeigen diese Begriffe auszuschließen. Aber jetzt haben wir auch die Situation, dass es die sogenannte organische Reichweite betrifft. In allen Postings, wo du das erwähnst, hast du keine Sichtbarkeit. Also es ist wirklich eine Warnung, dass du diese Wörter nicht erwähnst. Auf der anderen Seite haben wir dann auch ein sogenanntes Wortmarken-Update. Das bedeutet, dass du die Wörter Vivi Global und Lyope nicht erwähnen solltest. Eine Wortmarke ist entweder ein Unternehmensname oder ein Produktname, der geschützt ist. Und hier gab es eine Entwicklung, kommend von TikTok. Der CEO von Instagram, Adam Mosseri, hat gesagt, wir wollen nicht, dass Wasserzeichen in Videos sind. Aber wir wollen auch keine Wortmarken in Texten haben. Da haben viele, viele Leute TikTok-Videos einfach genommen auf Instagram Reels. Das ist dort der Kurzvideodienst, hochgeladen. Das heißt, ich habe das selbst ausprobiert. Ich bin ja spezialisiert auf Network Marketing mit Facebook zu machen, ohne Namensliste. Und ich habe nach diesem Wortmarken-Update Postings gemacht mit dem Namen Facebook drinnen, dass er eine Wortmarke ist. Und ich habe gesehen im Vergleich zu den anderen einen massiven Rückgang der Reichweite. Also das ist wirklich eine Warnung. Die dritte Warnung, wenn du bei Vivi Global bzw. Lyope bist, ist Akquise zu betreiben. Ja, du wirst jetzt denken, na gut, ich möchte ja was verkaufen, dann muss ich Akquise machen. Akquise zahlt sich definitiv nicht mehr aus. Wir haben derzeit eine Quote von 100 zu 1. Das heißt, du brauchst 100 Nachrichten, Text- oder Sprachnachrichten, um einen Kunden für Vivi Global oder Lyope zu begeistern. Früher war die Quote 40 zu 1. Woran liegt das? Es gibt viele Faktoren. Ein Faktor ist, dass man ja, wenn man eine Nachricht schickt, mit dieser Person befreundet sein muss auf Facebook. Das heißt, ich muss eine Freundschaftsanfrage schicken und dann warten, bis sie bestätigt ist. Hier haben wir die Problematik. Früher konnte man 30, 40 Freundschaftsanfragen am Tag schicken, jetzt nur mit 10 am Tag. Das heißt, nach 10 kommt ein Pop-up, kennen Sie diese Person wirklich? Und wenn man hier drüber geht, weitermacht, dann kommt man eventuell in den sogenannten Facebook-Jail. Das ist eine temporäre Bestrafung. Das kann ein paar Stunden dauern, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und das kann man vermeiden, indem man die neue Google-Funktion nutzt. Du hast in deinem Facebook-Account eine Google-Funktion. Das heißt, Leute, die auf Google
etwas suchen, finden dich bei Facebook. Nehmen wir an den Fall, jemand sagt, ich möchte in Bitcoin investieren. Das wäre der ideale Kunde für dein Vivi Global LioPay Business. Er sucht das auf Google, findet dich auf Facebook und nimmt mit dir Kontakt auf. Das heißt, du bist auch kein Bittsteller mehr. Der Haken an der Sache ist, gibt ja immer einen Haken, ist, dass diese Funktion standardmäßig nicht aktiv ist in deinem Facebook-Account. Das heißt, du musst sie erst aktivieren. Und ja, unterhalb in dem Kurs, da, in dem Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen, zeige ich dir genau auch diese neue Funktion, wie das funktioniert, wie du das aktivieren kannst, was du davon hast. Ja, das sind meine drei Warnungen an dich als Vivi Global LioPay Partner. Hau rein. Ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, der für Bitcoin etc. offen ist. Ich habe das früher immer abgelehnt. Ich habe gesagt, okay, Gott, na, was soll das überhaupt sein? Und jetzt gibt es so viele Menschen, die für diese Thematik offen sind. Also du kannst da wirklich viel, viel erreichen, wenn du aber auch die Regeln auf Social Media, die wir nun mal haben, beachtest. Viel Erfolg bei Vivi Global LioPay. Hau rein, rock it. Bye, bye. Ciao.